If that ain't a sock down there, you better prove it. Take it out now. Break your face. Yo, ich break dein Face, Arschloch. Komm her, du Arschloch. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu GTA 5. Play with me, let's go. Hey, Trevor wird oder vermöbelt gerade hier die Bodybuilder, warum auch immer. Und wie man sieht, haben die nicht den Hauch einer Chance. Jo, das letzte Mal haben wir ziemlich viel Scheiße miterlebt, wenn ich das mal so sagen darf. Wir fahren jetzt erstmal zu Barry. Ich kann das kaum in Worte fassen, was wir da gesehen haben. Aber ihr erinnert euch vielleicht, da waren sowas mit so ein paar Folterungen und so etwas von dem armen Mr. K. Nicht der nett, was da passiert ist. Die Regierung hat uns dazu quasi gezwungen und ich habe über die Szenen im Nachhinein auch ein bisschen was gelesen, wurde teilweise hart kritisiert, als würde Rockstar die Folterungen gutheißen. Aber ich weiß ja nicht. Ich meine, ihr habt jetzt den ja gesehen, was hattet ihr denn davon? Also ich persönlich, mich hat das jetzt nicht so, ich hatte jetzt nicht den Eindruck, als würde man da jetzt sagen, alles toll, foltern, super, sondern eher genau das Gegenteil, dass es eher bescheiden ist, nicht zu sagen schrecklich ist. Zumindest hatte ich so das Gefühl, ich meine, habt ihr meine Reaktion vielleicht auch ein bisschen mitbekommen. Ich fand das alles andere als super. Das hat mich sehr zum Nachdenken gebracht. Das sieht jetzt auch so so stark zeigen, muss man ja auch mal dazu sagen. Ich meine, sie haben das im Gegensatz zu sonst mit sehr viel Ernst gezeigt. Auch das Zeichen dafür, dass sie eher nicht gutheißen. Und auch das Gefühl hatte ich auch selber, dass man das überhaupt nicht gutheißen kann. Also Folterung und solche Sachen. Und dass das absolut überhaupt kein Mittel sein sollte. Und ich glaube, so war das auch gedacht, dass man so sich darüber Gedanken macht, was die amerikanische Regierung da teilweise macht, auch mit dem Waterboarding, das war ja auch dabei. Und der Typ wäre uns ja auch fast abgekratzt, da wird einfach wieder mit Adrenalin das Herz wieder angepumpt. Und auch sehr interessant, meine Vermutung so ein bisschen zu unterstreichen, ist auch, dass Trevor, der sonst ja nicht unbedingt von absoluter Nächstenliebe und Menschlichkeit strotzt, plötzlich in dem Fall doch sehr... Somebody stop that man! Doch sehr menschlich gezeigt wird. Also zumindest fand ich das so. Plötzlich ausgerechnet er. There you go. I persuaded him to change his mind. You're my hero. I can't thank you enough. Dass ausgerechnet er der menschlichste da plötzlich wird. Oh, wir haben sogar in Windeseile umgeparkt. Sehr interessant. Naja, schreibt doch bitte in die Kommentare, was ihr davon haltet. Wie ihr das Ganze seht. Waren die Szene auch, so wie die Presse sagt, dass Rockstar da dass die Folterung eher gut findet? Oder eher, wie ich das jetzt zum Nachdenken bringe und dass Rockstar die Meinung vertritt, dass es eher scheiße ist? Schreibt mir doch bitte in die Kommentare. Oder halt, wenn ihr eine andere Meinung dazu habt, schreibt mir doch bitte eure Meinung dazu. Ach, er ist es wieder. Naja, aber damit sollten wir uns auch erstmal gut sein lassen, denn erstmal geht's wieder um Drogen. Can I get a signature, sir? For what? The most important fight of all. Poverty. Hm? No, another most important fight. The AIDS. No, no, another one. Animal welfare. Legalization. Here, sign. Shit, where's my pen? Where's my pen? Legalization of what? Of things the founding fathers took as a right. To consume medicinal plants. Legalize smoke? Yeah. You fucking kidding me? I make a shitload of money selling that, all right? The last thing I can handle is legalization. Now fuck off! Take a drag. No, I don't smoke it anymore. It interferes with the speed. No, it's really good weed. All right, give it here. Yeah. It's a real mellow contemplative high that comes from here.
Those clowns over there. Ich glaube, wir kommen jetzt ein bisschen runter. Oh Gott. Hallo Clowns. Clowns sind ja so gute. Da hängen die Clowns mit der Blumen raus. Ich bin Blumen. Ohne Scheiß. I finally flip. This is it. Sie mich verabschieden. Ihr seid unschuldige. Wer Clown? Ich hasse Clowns. Ja, ich auch. Oh Mann, wie bescheuert! Ich höre den Clown gerade zu verhindern, dass die Clowns sich regenerieren. Schande. Oh Mann! Also der Einzige, der mit dem Glas von ihm klarkommt, ist Franklin. Alle anderen sehen entweder Aliens. Oder noch schlimmer, Clowns. Aber es wird sich alles verlangsamt bei ihm, ne? Wenn er, durch das Speed wird er jetzt wahrscheinlich wieder ein bisschen down kommen. Hier kommt wieder drauf, das ist so bescheuert. Wer kommt auf solche Ideen? Hey, ich auch nicht. Da kommt noch einer. Was ist denn da? Böse Clowns. Wahrscheinlich sollte man nachher keinen einzigen. Du da, du tanzt so bescheuert. Und noch ein Clown. Da müssen noch zwei kommen. What if this never wears off? Wie kommt er? Warum sind die so weiter hinten? Komm her, Clown. You think I haven't killed a clown before? Juhu! Mann, Mann, Mann! Ehrlich, sind glaube ich schlimm genug, aber Clowns! Also wir gehen auch nicht mehr. Yeah. Kommt her! Du da, geh schlafen! Jede Menge Clowns, aber die Clowns haben uns erledigt. Mission fehlgeschlagen. Trevor ist tot, erschossen von Clowns! Bitte, warum Clowns? Ich habe Angst vor Clowns, das ist so gruselig. Ihr kennt ja vielleicht den Roman S von Stephen King. Ich glaube, eines der besten Beispiele davon, wie ist der Clowns. Yeah, jetzt kommt einer von der anderen Seite. Seht ihr aus dem Nichts mit lila Rauch. So, tschüss, Clown-Transporter. Tschüss. Oh, der lässt sich aber gut treffen. Da müsste einer klopfen. Ne, der schießt. Toll, schießen auch. Schießen unschuldige Leute um. Was ist das denn? Böse Clowns, ihr sollt doch unterhalten und nicht töten. How many fucking clowns can you fit in the van? This is a joke with no punchline. So weit können wir gar nicht schießen, weil das ist ja eine Schrotflinte, klar. So, ich schieße das Ding einfach mal in die Luft hier. Die kommt da wirklich aus dem Anhänger raus. So, jetzt haut mir das Ding einfach in die Luft. Komm schon! Yeah, jetzt kommt sie wieder von der anderen Seite. Wird ihr mich veräppeln, oder was? Ja, ja, ich komme ja schon gelaufen. Du schießt auf mich. Geh weg, Clown. Come on! What is this? Two for one now? Was ist denn? Was ist denn? Hilfe! So, da kommt auch schon die Polizei. Wir hören sich schon. Wahrscheinlich machen wir jetzt wirklich die Randale. Weg mit dir, Clowns. Na, wir sind am Lachen. Zu früh gefreut. Ihr kommt ins Schleudern nicht gut. And I suppose that's why they want to keep us suppressed. Gosh, it's been really interesting talking to you. What the fuck was that, huh? It was horrible. Well, think about what I said. Legalize weed. Don't. Was steht da? Legalize weed.
Don't say nope, too dope. Toller Tanz, 5 von 6, Präventivschlag, 3 von 4. Du bist doch ein crazy people. This is tyranny by morons. So, wir haben jetzt noch 2 Missionen im Schlepptau. Zum einen können wir nochmal eine Mission für das FIB machen und da muss jeder reingehen. Also jeder hat die Aufgabe oder wir machen endlich mal den Raubüberfall. Ich würde sagen, wir machen aber noch ein paar Sachen mit Franklin. Denn ich möchte jetzt ungern die letzten 10 Minuten, also die letzte halbe Folge damit jetzt beginnen. Nachher dauert die Mission 50 Minuten und dann haben wir eine Folge von 50 Minuten. Das ist auch nicht so schön. Na, Franklin, was machst du denn gerade? So Schönes? Außer, dass wir die Wolken sehen. Und langsam hinein. Ach, der ist noch zu Hause, die Schlafmütze. Aber ein schönes Haus hat er jetzt. Hallo. Auch da, den du eventuell Schnappschuss und Prominenzen machen, werden jetzt auf der Karte angezogen. Verfolge und fotografiere diese Promis für Beverly. Aber erstmal müssen wir uns natürlich ordentlich anziehen, oder? Also niemand kann doch so an... Auch da, an den Fahrzeugen, wo du ein Geheimversteck findest, sind auf der Karte gekennzeichnet. Sammel diese Fahrzeuge für Barry. Yo, yo, yo. Na komm. Anzugwesten, aber eine neue braungarierte Weste, die hatte ich doch schon mal. Sehr strange. Schiefergrau, Aschgrau, Altweiß. Alter, gehen wir einfach mal in Schwarz. Im schicken, altmodischen Schwarz gehen wir mal hinaus in die Tür und gucken mal gerade auf die Karte. Mit Select können wir die normale wechseln und hier können wir einen Schnappschuss direkt vor der Tür quasi machen. Ich würde sagen, damit fangen wir auch direkt mal an. Brauchen wir eine Kamera oder können wir das mit dem Handy machen? Wahrscheinlich machen wir die einfach mit dem Handy. So super interessante, schöne Fotos machen wir natürlich mit dem Handy. Und los geht's mit dem Bevo Buffalo, einem Sportwagen, der ja aus wie Massenkraft. Upsala. Na, das war so nicht geplant, aber naja. Ich glaube, der hat es nicht überlegt. Speedlimit von 25. Ich zeig euch mal, wie schnell ein Speedlimit von 25 doch so sein kann. Hallo, du da. Ich glaube, bei so engen Straßen ist natürlich auch sinnvoll, dass man nur so langsam fährt, klar. Vor allem diese Kurve hier kriegt man auch sonst kaum. Und hier vorne muss auch schon der erste Prominente sein, Leute. Also sind wir wieder, war ich echt als Paparazzo unterwegs. Paparazzo, Paparazzo, Ist das jetzt weg, oder was? Hallo? Der war doch gerade noch da, der Kreis. Ah, nee, Barry ruft an. Entschuldigung. 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 Beverly ruft an. Hey, yo, what's going on? Our friend Poppy Mitchell has just been spotted in a high-speed chase with the cops. Like right now, bro. Apparently she's wasted. Get after them. See if you can snag a shot of her getting busted. Okay. Verfolge Poppy. Ich kann die Kamera gar nicht benutzen. Wie soll ich denn ein Foto machen? Verfolge Poppy. Deswegen hören wir die Polizei. So, aber Gott sei Dank sind wir der beste Autofahrer. Da kommt schon ein Helikopter? Hallo, was ist da los? Oder ist das ein News-Helikopter? Ich sehe es nicht von hier. So. Okay, wir fahren wieder hier lang. Was muss ich denn jetzt machen, außer hinterherfahren? Hallo? Paparazzo on the one! Kommt her! Ich bin der neue Paparazzo! Noch mal ein Auto kaputt! Was soll denn das? Mensch. Tschüss, Polizei! Wie lange muss ich denn verfolgen? Bin ich da nah genug ran oder was muss ich denn machen? Hallo? Gehen wir mal klären, was ich machen soll? Wahrscheinlich müssen wir das bis zum Ende hinterherfahren und dann, also den beiden bis zum Ende hinterherfahren. Und dann am Ende, wenn sie einen Unfall baut oder sowas, ein Foto machen. Oder wenn sie verhaftet wird, ich habe keine Ahnung.
Wir liefern sich schon ein gutes Erfolgsrennen. Man, how the fuck I get myself into this? Was zu meckern? Wo fahren die denn jetzt lang? Mann, 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 die hacken uns aber ganz schön ab. Die sind schlechter als die Polizei. So, und ab geht's. Da unten sind sie jetzt. Fahren sie in den Straßenrand? Warum soll sie in den Straßenrand fahren? Ach so. Gegen den Baum gerast, wie ich es gesagt habe. So, und wir machen ein Foto. Wait a second. You're Poppy Mitchell. I saw that video of you. Well. How did I look? Oh yeah, good. Hey, can I get an autograph? I'll do anything to let me off. Anything? Und tschüss. Also erste Foto haben wir. Oh, wir haben noch mehr bekommen. Beverly, hey Kuppel, ja. Yo. Kennen wir auch schon. Beverly, prima, verschwinden, bevor die Polizei dich erreicht. So, das war der erste Streich. Aber wir haben ja noch ein Foto zu machen. Gut, ich muss einfach verschwinden, weil ich weiß nicht, ob die Karte sonst bekomme. Dann fahren wir mal ein bisschen. Und die Dinger sind wieder auf der Karte. Bestanden. Paparazzo, der Abschutz. Mitten im Schlamassel. Beschwipste Diva, was auch immer der damit meinte. Keine Ahnung. So. Darf ich jetzt auf die Karte gucken? Weil da unten lädt noch irgendwas. Man sieht an dem Kreisel. Wo sind wir denn jetzt? Hier wäre Gelegenheit für einen Schnappschuss Nummer 2. Dann fahren wir gleich mal dahin. Beverly. That photo. What can I say? A-grade journalism. Our little sex tape said sloppy poppy in a full-blown meltdown. How does it feel to be on the front lines, dude? Shit, it ain't exactly Iraq, man. And you know what? I might feel a little less degraded if I was fucking getting paid. All in good time. The truth comes first. I'll be in touch. Will ich dich mal bezahlen, oder was? Ist das ein... Warum machen wir denn den ganzen Scheiß dann? Wir dürfen eben nachher, jagen, das wird da mal was. So, hier müsste schon die nächste Gelegenheit auf uns warten. Ich fahre einfach mal hier so querfeldein, dann sind wir ein bisschen schneller. Hallo? Und ein Bus. Vielleicht wird es ein bisschen einfacher, als die ganze Zeit irgendwo hinterher zu fahren. Ja, ja, ja. So, vielleicht müssen wir jetzt einschleichen oder so. Was? Das war nochmal ganz knapp. Hallo? Hallo? Ja, wir holen einfach mal die Briefkasten um. Yo, what up, my brother? Check this shit out! You know Princess Georgina, that snooty English royal? She, not really. She don't kick any Chamberlain Hills much. Well, word has it she likes to blaze one for queen and country, if you know what I mean. There's a deal going down right now. I need you to meet my contact outside Chico's hypermarket. And try not to blow his cover, okay? All right, man, this one I got. I'll hit you when it's done. Triff dich mit Bella, Beverlys Kontaktperson. Beverly ist auch irgendwie so ein... Beverly 90210. Habe ich zwar nie gesehen, aber die Werbung früher, die lief ja oft genug. Hallo, bist du die Kontaktperson? Yo, you Beverly's boy? Shit, I guess I am, huh? They're round back. Heavy security. I'd take a photo from the roof if I was you. Okay, I gotta go. This conversation never happened. Yeah, I got you, homie. It's good. Schicke Beverly ein Foto von der Prinzessin, aber wie sollen wir aufs Dach kommen? Kommen wir irgendwo aufs Dach? Da hinten vielleicht? Ja, sieht gut aus, als kämen wir hier aufs Dach. Benutze die Handykamera, um ein Foto zu schießen. Ah, ich kann ja nicht gehen, das ist natürlich doof. Gehen wir noch ein bisschen am Rand.
So, like, back in England, my help would, like, totally do this for me. But they're, like, super scared of being arrested and totally banged by scary dudes in US jail, yeah? So, like, so ghastly. It's just, it's such a total drag. I mean, the UK taxpayer gives them money to protect me and be my servant, so they should just, like, do what I say. Even if it's, like, lick my shoe or buy me... Bloody paparazzi! Verdammt, jetzt haben wir das Foto doch fast perfekt gesammelt und dann im letzten Drücker lassen uns erwischen. Aber jetzt legst du mich weg! Ja, ja, ich schieß nur auf mich, ihr kriegt mich eh nicht. Jo, tschüssi! Geh mal weg da. Und schon müssen wir sie auch abgehängt haben. Wahrscheinlich haben wir dir jetzt irgendwas vermasselt. All those highness puns? I am gonna be rich! Don't you mean we? Oh, yeah. Mi casa, tu casa, you know. I'll catch you later. I need to get this to print. So, den Auftrag haben wir wohl erledigt. Auch wenn wir irgendwie kein Geld dafür kriegen. Ups, Entschuldigung. Verratere Hochzeit. Cooler Knipser, Prinzessin Erbsenhirn. Wahrscheinlich werden wir direkt ein Gesicht kriegen oder sowas. Und nicht erwischt werden. So, aber das soll es gewesen sein mit diesem Auftrag. Ich würde sagen, wir schauen uns nochmal hier an, was mit dem Gras Geheimverstecke in Aufsicht hat, die wir für Barry machen sollen. Mal schauen, wie viel wir da noch in der Folge unterkriegen. Na, fahren wir mal. Wir sind ja auch schon fast schon da, deswegen lohnt sich das ja auch fast schon, da mal einen großen Abstecher zu machen. Ich denke mal, diese Fliegpistolen, die werden so lange dauern, vor allem wenn es so nur so Teildinger sind. Gebiete, in denen du Fahrzeuge finden kannst, sind auf der Karte markiert. Sammle diese Fahrzeuge für Barry. Was ist das denn für ein Fahrzeug? Ist das das hier? The fool running around after. I found the truck you wanted. Oh, good. Now hurry. I need it in Vespucci in the next couple of hours. And watch yourself. I hear the cops have been snooping around over there. Steiger den Laster. Oh, das ist ja ein schöner Laster. So ein richtig schöner alter Laster. Der ihn vielleicht noch im Zweiten Weltkrieg kennen könnte. Wir haben jetzt nur 4 Minuten Zeit dafür. Wie geht die zu Barrys Wohnung? Hängen die Bullen. Wir hätten uns wecken sollen, wo wir hinfahren sollen. Hängen die Bullen ab. Wir fahren einfach mal ein bisschen querfeld ein, warum auch nicht? Ach du Schande, wo sind wir jetzt gelandet? Heiliger. Bahnhof oder was? Und da geht es natürlich auch nicht weiter. Doch, hier geht es weiter. Aber ich möchte eben ehrlich zu sein nicht lange. Ich möchte hier wieder rauf, irgendwie. Irgendwie zumindest in der Richtung einer Straße. Und da kommt auch schon die Bulente. Aber jetzt sind wir... Oh Gott. Hilfe, der guckt genau auf der anderen Seite. Aber wir haben es geschafft. So, jetzt wechseln wir erstmal die Straßenseite. Wisst ihr was? Falls wir nochmal von der Polizei gesucht werden, ganz schlau, machen wir uns einfach noch ein Ziel dahin. Dann können wir zumindest in die ungefähre Richtung fahren, wo wir die abhängen sollen. Aber ich hoffe mal, das passt jetzt auch. Also wir versuchen zumindest jetzt nicht zu sehr aufzufallen. Also jetzt doch die Seite wechseln, oder was? Ist doch bescheuert. Achso, ich muss hier rauffahren. Ja. Mann, hätten wir ja gar nicht die Seite wechseln brauchen, hätten wir einfach hier hochfahren können. Aber nein, das Spiel schickt uns wieder ein bisschen in die Pampa. Also das ist ja auch typisch für Navigationssysteme. Dass man so ein bisschen in der Pampa rumgeschickt wird. Entschuldigung. Also ein bisschen Spuk in den Rachen. Passiert schon mal, weil wenn man die ganze Zeit da bequatscht.
So, wir haben noch ungefähr 2 Minuten Zeit. Ich bin mal gespannt, ob wir das noch so einigermaßen schaffen. Aber natürlich müssen wir jetzt falsch fahren. Hallo, Laster ist auf dem Weg. Drogenlieferung. Wir werden noch zum richtigen Kurier hier. Das für diesen verrückten Wiedmann. Entschuldigung, ich muss mal gerade ein bisschen husten. Und so lange mal ein bisschen vom Gas gehen. Aber ich hoffe, das schaffen wir jetzt noch. Ich glaube, da sollten wir jetzt nicht allzu viel Zeit verloren haben. Und noch rechtzeitig ankommen. Haben wir hier noch ein bisschen durch Los Santos fahren. Cruisen quasi. Sollte das alles machbar sein. Hallo, du da. Tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. Und doch hier lang. Wenn's bei der Musik jetzt damn, I gotta get the fuck on. Geh, du musst echt weg. Wo möchtest du denn hin, Franklin? Wo möchtest du hin? Die sind ja fast schon da. Mit der ersten Drogenlieferung. Die zweite, die kommt jetzt noch. Unbelievable. Wir müssen hier irgendwo rein. Wahrscheinlich hier. Wir haben nur 1,5 Minute Zeit, aber das haben wir noch locker geschafft. Steig aus dem Laster. Jetzt haben wir natürlich kein Auto mehr. Wir könnten natürlich diese Schrosslaube nehmen. Ja, is that my pizza? Hell no, fool, it's me. I'm here. Oh, well done. Hey, a true crusader for civil liberties. Were you followed? Followed? Man, that's an understatement. But look, don't trip out. We good. Now look, man, won't you come down and check this? I got shit to do, man. Yeah, well, I'll send someone when I know it's clear, okay? Can't be too careful, and I'm dealing with some composting issues. This is a bad burrito. Shit, whatever, man. But that's more information than I need. Verlasse das Gebiet. Ja, das machen wir auch noch. Vorher holst du aber das Auto mit, denn ein Auto brauche ich ja. Und wir haben bestanden. Missionszeit 323, unerwünschter Ausgang. Keine Ahnung, was das heißt. Aber wir haben die Mission bestanden und mit dieser bestandenen Mission würde ich sagen, beenden wir auch die Folge. Eine sehr interessante und spannende Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, der Moscher zockt GTA 5. Bis dahin und ein schönes High Five für euch. Bis dahin.